Früher galten sie als Fastengebäck. Heute genießen wir sie in der Weihnachtszeit. Jawohl, Lebkuchen, Elisenlebkuchen, all dies gibt es heute bei uns. Hier ist Lust auf Backen. Schön, dass Sie bei uns reinschauen. Lebkuchen werden Sie wahrscheinlich zu Hause jetzt auch direkt sagen, die kaufe ich doch, das mache ich doch nicht zu Hause, diesen Stress. Aber es ist offenbar überhaupt kein Stress, die hier zu stellen, oder? Ja, auch wir Bäcker sind immer wieder, es ist ein Produkt, das wir nur einmal im Jahr herstellen. Mhm. Und auch ich muss immer wieder gucken, wie war es denn? Und auf was muss ich achten? Also, man muss sich damit befassen, aber es ist überhaupt gar nicht so schwer. Aha, und wo liegen die Herausforderungen? Das sind bestimmte Gewürze und bestimmte Triebmittel drin, die nicht so gängig sind, oder? Genau, also ich glaube, man hat zu Hause vielleicht auch ein bisschen Angst vor Potasche, vor Ammonium oder Hirschhornsalz, wie man es im Volksmund nennt. Aber wenn man die Zutaten weiß, wie man sie verarbeitet und ein bisschen darauf achtet, ist wirklich easy. Also Potasche, Ammonium, Hirschhornsalz, das kriegen Sie jetzt alles bei uns peu à peu vermittelt. Gar nicht so schwierig, wo man es kaufen kann, für was man es verwendet. Wir legen jetzt einfach mal los und machen uns erst einen Teig. Ja? Der Lebkuchenteig ist ein klassischer Lagerteig. Was heißt das? Der muss ein paar Tage lagern, mindestens einen Tag. Mhm. Und ich habe das Rezept so angepasst für zu Hause, dass er wirklich nach einem Tag verarbeitbar ist. Direkt verarbeiten ist schwierig. Mhm. Ich komme auch noch drauf, warum. Was wir brauchen und was die Basis dieses Lebkuchens ist und auch historisch bedingt die Basis ist, ist Honig. Mhm. Weil Lebkuchen hat es früher da gegeben, wo viele Bienen waren. Klein oder großes Töpfchen? Kleines Töpfchen. Mhm. Das heißt, man braucht wirklich einiges an Honig. Ich habe dir auch eine Spachtel hingelegt. Und wir brauchen Zucker natürlich, weil es ist ja ein süßes Gebäck. Mhm. Und um diesen Zucker wirklich optimal zu lösen, ist dieses Aufkochen notwendig. Okay, also ich habe es jetzt alles zusammen geschüttet. Ja, wunderbar. Alles also, richtig gemacht. Irgendwas habe ich mir auch noch angelesen. Zum Beispiel, dass Lebkuchen nicht von Leben oder Laben kommt, sondern, das haben Experten rausgefunden, von dem lateinischen Wort Libum, was so viel heißt wie Fladen. Und das trifft ja definitiv zu, ja, weil flache Fladen sind sie ja. Du kannst es eigentlich in Ruhe vor sich hinköcheln lassen, weil ich habe schon eins vorgekocht. Das muss auch wieder kalt werden. Sorry, lass es einfach stehen. Okay. Nimmst noch den Plastikschaber raus, genau, dass der nicht kaputt geht. Das wäre unschön. So, die ist vorgekocht, die Masse. Und die soll so Raumtemperatur haben. Das heißt, eine halbe Stunde abstehen lassen. Dann ist tipptopp. Und dann kommen wir schon sozusagen zum Hauptteig. Das heißt, den Teig, den ich mache, den muss ich mal zum. Normal muss ich den Teig ja immer relativ lang und ausführlich kneten, oder? Das muss ich beim Honigkuchenteig nicht machen, sondern ich muss ihn einfach nur sauber vermischen. Ja? Okay. So, Honigmasse rein. Dann haben wir natürlich unsere zwei Mehle, Roggenmehl und Weizenmehl. Warum Roggenmehl und Weizenmehl? Weizenmehl, einfach damit ich ein Mehl drin habe. Das ist sozusagen das Basismehl, das mir die Form hält. Und das Roggenmehl brauche ich wegen den Enzymen im Roggen. Im Roggen sind ganz bestimmte Enzyme und kleine Lebewesen. Und die brauche ich eben, um gewisse Säuren, wirklich, um Säuren zu bilden, damit die Triebmittel entsprechend reagieren können. Also die sind wirklich richtig wichtig und da gibt es eine bestimmte Mischung. Und hier auch nochmal mein Appell an zu Hause, rezepttreu zu arbeiten, weil sonst wird es schwierig. Ja, aber hör mal, das Rezept liest sich ja wirklich wie aus dem Labor. Sie finden die Zutaten, wissen Sie ja, bei uns auf der Homepage beziehungsweise auf dem Videotext. 55 Milliliter Wasser steht da zum Teil, 15 Gramm Zucker. Also wie exakt muss man das denn einhalten? Ja, jetzt aufs Gramm genau, naja. Aber es kommt auch so ein bisschen aus dem, wie ich es immer hinrechne für zu Hause, damit die Mengen wieder haushaltsüblich sind und die man einfach verarbeiten kann. Und man sollte auch, ich sag mal, 3, 4, 5 Gramm genau eigentlich die Rohstoffe hinverarbeiten. Was ist denn jetzt da alles drin? Ein Ei? Ja, was ein noch? Ei, ein bisschen Zucker. Mhm. Das schlage ich ganz kurz auf, damit ich da ein bisschen Luft in den Teig reinbekomme. Luft ist auch immer wichtig, dass die Enzyme tätig werden können. Hier habe ich jetzt Hirschhornsalz. Hirschhornsalz. Oder ABC-Trieb. Mal ganz vorsichtig. Was? ABC-Trieb? Ja, ist das Gleiche. Riech mal ganz vorsichtig, aber vorsichtig riechen. Oh, riecht wie Dauerwelle. Ja, ich glaube, es ist sogar das gleiche Mittel, wo beim Färben eingesetzt wird. Ja, wirklich. Und die zwei Mittelchen sind dafür verantwortlich, dass unser Lebkuchen breit und hoch wird. Also was ist das jetzt nochmal? Potasche. Potasche und Hirschhornsalz. Ja. Und das wird verwendet anstatt irgendwie einer Hefe oder sowas? Genau, das ersetzt die Hefe. Mhm. Einen kleinen Löffel brauchen wir. Bist verschrocken, gell? Also man sollte wirklich auch, also das ist auch nicht wirklich was für Kinder. Ja, einfach Vorsicht. Essen können sie es nachher, aber essen bei der Zubereitung okay. Sollten nach sie aber Abstand löst gehen. Auf. Das, so, ja, das verdammt. Gott sei Dank. Wichtig ist auch, Lebkuchen darf nicht dick gebacken werden wie ein Brot, sondern der muss immer dünn sein. Libum Fladen. Genau, damit die entsprechenden Triebmittel auch wieder ausdampfen können. Okay. So,
Dieses Triebmittel ist verantwortlich dafür, dass es hoch geht. Mhm. Und dieses Triebmittel ist dafür verantwortlich, dass der Lebkuchen breit geht. Mhm. Okay. So, die zwei einfach mit ein bisschen Wasser aufgelöst. Die Eier kommen jetzt auch rein. Haben wir gesagt, wo man das kriegt? Also ich habe es im Supermarkt gesehen in der Weihnachtszeit. Mhm. In der Apotheke kriegt man es eigentlich immer. Okay, gut. Lebkuchen. Wird das irgendwo sonst noch verwendet beim Backen, Hirschhornsalz? Lass mich überlegen. Also normales Backpulver besteht eigentlich auch aus den Komponenten, nur schon zusammengemischt. So, und da hinten kam jetzt was rein? Schluck Milch, Lebkuchengewürz. Lebkuchengewürz. Und meine zwei Triebmittel. Was ist denn alles im Lebkuchengewürz drin? Das ist so eine Gewürzmischung aus verschiedenen Gewürzen. Ja, also es gibt so totale Profis in der Bäckerei, die sagen, ich mische mir mein Lebkuchengewürz selber. Das besteht aus ganz, ganz vielen Gewürzen. Schwarzer Pfeffer, Nelke, Zimt, Kardamom. Mhm. So wirklich einmal komplett durch die Palette durch. Macht auch wirklich das Aroma vom Lebkuchen aus. Kocht's? Ja, es kannst du ausschalten. Das fällt mir jetzt gerade auch wieder ein. Macht Lebkuchenaroma auch aus. Aha. Aber da würde ich den Tipp geben, in den kleinen Mengen, wie man es braucht, wirklich als Lebkuchengewürzmischung zu kaufen. Mhm. Weil wenn Gewürze zu lang lagern, verlieren sie ihr Aroma. Wie viel Lebkuchen kriegen wir denn nachher raus aus unserem Rezept ungefähr? Da. So ein Backblech voll? Oder? Ah, da kriegen wir schon drei Backbleche voll. Drei Backbleche voll. Man muss ihn auch nicht auf einmal verarbeiten. Mhm. Wichtig ist jetzt, ich knete ihn ganz kurz, eine Minute, bis er sich schön vermischt hat. Mhm. Und dann lasse ich ihn wirklich einen Tag ruhen, in der Küche abgedeckt mit Folie. Mhm. Und dann sollte er so ausschauen. Okay. So. Es ist mühsam. Wir müssen nämlich... Da brauchen wir viel Streumehl. Richtig durcharbeiten. Du darfst mal anfangen. Ich nehme jetzt nicht so viel. Aber es sieht auch schon toll aus wie Lebkuchenteig, oder? Es riecht vor allen Dingen fantastisch gut. Also jetzt darfst du mal so richtig mit ein bisschen Streumehl. Dein Lieblingswort ist das ja. Hier. Man tut, was man kann. Die Teile durchwirken. Nicht so ängstlich. Ich bin nicht ängstlich, ich bin zartfühlend und einfühlsam. Wichtig ist, der Lebkuchenteig braucht jetzt wieder eine feine Struktur, ja? Damit sich die ganzen Stoffe, die sich da drin gebunden haben, wirklich wieder sauber verteilen, wird der jetzt richtig durchgewalzt. Man kann den auch ausrollen und dann wieder zusammenlegen. Und wenn du dann merkst, wenn er so, der fühlt sich auch anders an wie die anderen Teige, die wir bisher verarbeitet haben, gell? Wenn man sowas macht, kann man sich die Muckibude sparen, oder wie? Ja, die Muckibude kann man sich sparen. So, und wenn du merkst, der ist so, ich sag mal, relativ geschmeidig im Feeling, dann können wir dazu übergehen und sagen, jetzt rollen wir ihn aus. So, ich glaube, unser Teig ist jetzt auch gut. Mhm. Schau an, ich habe gar nicht lange geknetet, das reicht schon. Den schön einpacken, Frischhaltefolie und dann einfach eine Nacht ruhen lassen. Wie lange vorher könnte man denn diesen Teig? Es gibt Kollegen, die machen ihren Lebkuchenteig im August. Wir machen den immer so im September, Oktober rum, legen den dann in eine Wanne rein. Mhm. Aber der wird steinhart. Okay. Aber ein Tag reicht einfach für unsere Rezepte. Jetzt kommen wir zum Ausrollen. Also könnte ich das jetzt auch so ausrollen? Natürlich ist das nochmal nicht so fachmännisch gemacht wie du. Was ist das? Frau Kreis verstummt. Das hast du gern, gell? Das ist völlig, wenn ich sie. Ich wollte dir eine Hilfe geben, ja, damit du das auch perfekt hinbringst. Mhm. So, da. Wenn du jetzt die zwei Hölzchen hinlegst. Oh, ich muss noch ein bisschen Streumehl dazu tun. Die zwei Hölzchen hinlegst, dann hast du sozusagen eine Begrenzung, wie weit du runterrollen sollst. Du musst sie genau so hinlegen, damit ihr so das Roller drauf hast. Weißt du, was ich meine? Nee, mach mal. Dann haben wir eine gleichmäßige Dicke. Ach so, verstehe. Tricky. Hey. Und dann. Da muss nur einer Schlagzeug spielen in der Familie und schon klappt's. Dann kannst sogar du, aber. Wieso sag's doch? Nee. Stimmt doch. Du bist schon richtig gut. Jetzt habe ich zurückbekommen. Voll über den Finger drüber. Okay, das tut mir jetzt aber leid. Nichts mehr. Nee, also komm. Ich heb's nochmal hin. Zweimal noch rollen, damit einfach wirklich der Teig die Stärke Finger hat. Finger weg. Okay, Entschuldigung. So, und tut's noch weh? Nee. Willst du nochmal, oder? Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Okay, so, und wir haben eine super Stärke, das ist wichtig, weil dann backt er uns auch schön durch. Mhm. Und ich habe mir einfach im Baumarkt zwei so Hölzchen besorgt und tipptopp. Ich bin jetzt so wie die Bastelkönigin. Mhm. Bastel, Bastel. So, wir können unserer Fantasie freien Lauf lassen. Mhm. Ist klar, ich mache Herzchen für meine Liebste. Die grüßen wir an dieser Stelle. Okay. Richtig? Wir müssen schon überlegen. Bald ist Weihnachten. Was gibt es denn zu Weihnachten? Schenkt ihr euch was? Jeder sagt immer nein. Ist doch bei euch bestimmt auch so, oder? Nee, schenken tun wir uns nichts. Und dann hat er, oh, ich hab dir da doch was. Okay. Wir werden es wie jedes Jahr irgendwie hinbringen, oder? Irgendwie, Gott sei Dank. Genau.
Ich mache auch noch ein bisschen was. Du kannst auch völlig frei dir einen Lauf lassen mit irgendwelchen wilden Formen, die du rausschnitzt. Vielleicht mal einen Tannenbaum. Es muss halt jugendtauglich sein, wie nennt man das? Das ist es bei mir ohnehin, weil ich gehöre ja nicht mehr zur Jugend. Einen Tannenbaum willst du machen? Ja. Hast okay. du eine Form? Nee. Ich finde die Herzen ganz spannend. Zwei Stück mache ich noch. So. Zwei Stück mache ich noch. Ja. So, und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Das ist der Vorläufer eines Schwarzwälder Tannenbaums. Die waren da früher noch so ein bisschen mehr so wilder angelegt. Ja. Kreisbaum nennt man einfach. Ein Kreisbaum. Und so. Ist nichts geworden, bevor oder? Es in den Ofen kommt, muss man es mit Milch abstreichen. Damit, Milch? Ja, das Mehl ist jetzt da nicht unbedingt geschickt, wo wir vom Ausrollen drauf haben, das soll man wegkriegen. Einfach ein bisschen abstreichen. Und vor allem die Milch bringt uns einen schönen Glanz rein. Also da käme ich jetzt nie drauf, weil ich bedenke, Milch verbrennt doch direkt bei der Hitze. Nee, gibt auch oft, dass du es mit Ei abstreichst. Ja. Aber die Farbe vom Ei wollen wir nicht haben, sondern wir möchten jetzt einfach nur, dass das Mehl schön glatt ist und dass es passt. So, stopp, eins, ab in den Ofen. Wie viel Grad, wie lange? 190 bis 200 Grad, ungefähr 15 bis 20 Minuten. Also bis hierhin, vielen Dank und war gar nicht schwierig. So. Farbe ist goldgelb. Also man muss höllisch aufpassen. Es kommt auf den Ofen drauf an, wie der bräunt und wie der backt, wie heiß der ist und wie er reagiert. Und es kommt auch ein bisschen auf den Lebkuchen drauf an, wie er. Es waren jetzt nicht ganz 15 Minuten, ne? Nee, war ein bisschen kürzer. So 12, 13. Ja. Und die Farbe muss es sein. Die Farbe muss sein. So schön, oder? Goldbraun ist mittelschwarz. So, ich finde ihn schön. So, jetzt kommen wir ins Feintuning. Du darfst deinen Weihnachtsmann tunen. Da. Und ich tune. Wie können wir feintunen? Gibt es verschiedene Varianten. Wir brauchen irgendeine Spritzglasur. Machst du die Spritzglasur? Wie soll ich die machen? Machst du mal die Mitte rein. Zitrone, Puderzucker, aufschneiden, ein bisschen auspressen und einfach mit dem Zitronensaft anrühren, sodass sie spritzfähig ist. Das heißt, die darf nicht zu weich werden. Okay. Oh, das ist natürlich jetzt, dass der Zusatz war, das heißt, sie darf nicht zu weich werden. Sie darf nicht zu weich werden, das heißt, nicht zu viel reinschütten. Schau an, wir brauchen eine Spritztüte. Also wir müssen eine Tüte bauen. Ja, eine Tüte? Ja, ich möchte es nicht aus dem... Eine Backpapiertüte. Eine Backpapiertüte. Andere Tüten tun wir nicht näher definieren. Ich lege ein großes Dreieck. Faltet ihr das? Und wichtig ist, dass die Kante relativ sauber ist. Das heißt, ich ziehe die so mit dem Messer nach, dass die schon fein wird. Und dann schneide ich das so am Eck. Bei dir alles da? Schütt mir nicht alles auf einmal rein. Nee. Mal zwei, drei Tröpfchen. Gut. Und jetzt mal rühren und gucken, ich was passiert. Ich rühre ja schon, Herr Weber. So, Schan, ich habe ein schönes Dreieck rausgeschnitten. Toll, hast du toll gemacht. Jetzt lege ich. Noch ein bisschen dran, ne? Ja, ganz bisschen. Ja. Ganz bisschen. Gut, rühren. Schau an, ich lege das eine Eck. Kannst du mir schauen? Ja, ich kann schauen und rühren. Du bist doch eine Frau, du bist doch multitaskingfähig. Das heißt es immer, aber bei mir zweifle ich manchmal dran. Okay? Ich lege das eine Eck aufs andere oben drauf. So. Okay. Mhm. Und drehe es dann. Wichtig ist, dass keine Knicker drin sind. Einmal im Kreis zum anderen Eck. Hast du gesehen? Schon habe ich eine Tüte. Kannst du es noch mal zeigen? Ja. Also auch mir so. Jetzt hast du gerade nicht gesehen, zu Hause, ja? Dass die Begeisterung denn doch groß ist. Mhm. Nicht mehr Zitronensaft. Nee, mehr rühren, ne? Ich roll es ein und lege das eine Eck aufs andere Eck. Ja, so. Das kann man nach vorne zeigen, okay. Ja. Okay. Mhm. Und dann wickel ich dieses Eck einmal außenrum auf das andere Eck und dann passt es. Und dann rumknicken und. Und dann ziehe ich zu, bis unten ganz fein ist. Fertig ist knick's rum und hab eine Spritztüte. So, und jetzt solltest du Vollgas geben. Vollgas! Und dann brauchen wir noch einen Löffel. So. Herr Weber, mit ein bisschen mehr Zitronensaft, glaube ich, wäre es leichter gegangen. Nee, so brauchen wir. Aber so muss es sein, ja? So ist ganz gut. Jetzt füllen wir das da rein. Und jetzt kannst du dir schon mal Gedanken machen, was du als Endstyling erwägst zu tun. Ein bisschen. Falte ich die zu. So an. Klapp die so ein. Nimm mir ein Holzbrett. Schneide je nach gewünschter Größe ein Stückchen ab. Das ist ja cool. Ich glaube, das war zu groß. Und jetzt zeige ich dir mal eins. Ansetzen, baden ziehen, außen rum spritzen
Und dann so aufsetzen. Oder. Wollte du darfst auch, ich will aber noch eins zeigen, weißt du? Da komme ich ganz groß raus dann. Den Namen deiner Liebsten draufschreiben. Oder deines Liebsten. Wer ist ein B? Wer ist ein Bär? Bär. B. Mehr passt nicht drauf. Blam. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Man muss ja nicht alles verraten, wie die Namen sind. Jetzt darfst du. Ich habe noch eine andere Option, die Dinger fertig zu machen. Faden ziehen. Lass mich noch mal dir zeigen. Nee. Doch, setz mal sagen, an. Ja? Setz an. Ja? Und jetzt ziehen Faden, drücken, dass es rausläuft und laufen lassen. Jawohl. Und immer drücken, drücken, du, drücken. Ah, drücken, nicht abreißen lassen. Jawohl. Das reißt super. Doch, ja. Mach weiter, mach siehst weiter. Du, wenn du jetzt was selbst gemacht ich bin stolz auf dich. Gelernt. Faden ziehen, nicht vergessen. Mach doch, das ist doch ganz einfach. Reg dich doch nicht so auf. Leg dich doch so, ich mache jetzt noch einen Schluck Zitronensaft rein. Und dann können wir die nämlich auch noch ein bisschen abstreichen. Wer sagt, dieses mit dem Fadenziehen, das ist mir zu heavy. Der Rest ist zum Was Ende. Was heißt H? Heike. Hannes. Bei mir heißt es übrigens Blandina. Blandina? Ja. Mhm. So. Das ist sie. Das wir ist grüßen dich. Das ist dein Lebkuchen, Blandina. Blablabla. Schau an, ich kann es aber auch einfach nur abstreichen, wenn er sagt, nee, komm, das ist mir ein bisschen zu heavy mit dem Spritzen. Geht auch die Zuckerglasur drauf. So, während wir hier meditativ einfach uns weiter ausleben in unserer kleinen kreativen Phase, würden wir Sie mitnehmen in ein Café, das sich speziell auf Lebkuchen eingestellt hat. Die Concordia wacht stets über die Besucher und Bürger der Stadt Stuttgart. Gleich daneben erstreckt sich die belebte Innenstadt mit ihrem Trubel und Treiben. Weniger hektisch dagegen geht es nahe der alten Zahnradbahn Zacke am Rande der Innenstadt in der Konditorei Schnurr zu. Hier trifft man auf traditionsreiches Konditorenhandwerk. Schmackhafte und liebevoll dekorierte Kuchen und Torten haben hier das Sagen. Das Geheimnis? Simpel wie geradlinig. Die Frische macht's. Wir nehmen da keine Tiefkühlfrüchte, sondern einfach immer nur die frische Früchte, was es auf dem Markt so gibt. Und das macht unser, und dann die Sortimentsvielfalt macht natürlich auch unser Programm so weit aus, dass es, ja, dass es der Kunde entspricht. In der Konditorei Schnurr ist die Tradition sowohl in der Einrichtung als auch in der Kaffeekultur erkennbar. Mit Kennerblick werden die Köstlichkeiten stets unter die Lupe genommen und natürlich gerne ausprobiert. Gut, ja. Schönes altes Café, so wie man sich's wünscht. Sehr häufig hierher. Meine Eltern kamen schon her, meine Großeltern kamen schon her und es ist so unser Traditionscafé in Stuttgart. Offenbar haben sogar die Gäste hier Tradition. Eine ganz besondere Zeit ist die Vorweihnachtsbäckerei. Und Lebkuchen gehört hier zu den Spezialitäten. In allen Variationen. Und auch der hat wieder sein Geheimnis. Honig, viel Honig, dann Gewürze, frische Gewürze und ja, dass er nicht zu dunkel gebacken ist und ja, oftmals auch der Lagerteig, dass man halt so den Teig richtig gelagert hat. Gutting will Weile haben und so kann man sich ja nur noch auf Weihnachten freuen. So, jetzt kommen wir zur Königsklasse der Lebkuchen. Das sind die Elise-Lebkuchen. Dazu brauchen wir geröstete Nüsse. Warum geröstet? Und Mandeln. Nüsse und Mandeln? Ja. Mandeln gehören zu den Nüssen? Hm? Ja, gut. Die gehören okay. Zusammen. Warum geröstet? Das sind Mandeln und Nüsse bestehen aus vielen Ölen. Mhm. Und der Geschmacksträger ist das Fett. Und wenn ich es röste, wird es einfach noch ein bisschen aromatischer. Okay? Mhm. So. Und jetzt ist einfach mal ganz wichtig, und deswegen möchte ich es auch zeigen, dieser Mahlgrad. Ich habe bei den Elisen, ich verwende nachher auch nochmal ungeröstete Walnüsse und Nüsse, und ich habe zwei verschiedene Mahlgrade. Einmal
ganz fein. Mhm. Schau an. Also richtig wirklich fast wie Mehl, noch ganz kurz. Und einmal ein bisschen grober. Und über diese zwei Mahlgrade bestimme ich sozusagen, mein Lieblingswort wird hier schon Mouthfeeling. Mhm. Wie nennt man es denn wirklich? Mundgefühl. Ja, nee, aber das ist so das Geschmackserlebnis. Ja, okay, aber die hier tue ich ein bisschen grober lassen. Was ist denn das Wesen des Elisen-Lebkuchens im Vergleich zum normalen Lebkuchen? Wie ist denn der anders zusammengesetzt? Also ich denke, nicht so viel Mehl drin. Mhm. Viel Nüsse? Es ist viel Nüsse und die Grundmasse besteht eigentlich aus Ei. Mhm. Also es ist eine ganz andere Basis. Es hat nicht viel mit Teig zu tun, sondern es ist eine Masse. Ich habe jetzt übrigens hier auch Zitronat und Orangeschad. Mhm. Das ist so ein Streit mit rein und tut es ein bisschen hacken. Dann ist hinterher nicht, hat es nicht so diese große Konsistenz, sondern ist ein bisschen kleiner und die Leute mögen es dann auf einmal. So, schau an. Das hier ein bisschen grober. Einfach, damit ich die unterschiedlichen Mahlgrade habe und das wunderbar passt. So, nächstes. Was passiert damit? Stehen lassen. Stehen lassen. Die schwerste Übung schon getan. Zweitens, wir nehmen Eier und Zucker, mhm, und tun die über dem Wasserbad mit einem Schneebesen, Entschuldigung, ein bisschen auflösen. Das heißt einfach, bis sich der Zucker da vermischt hat. Das geht wirklich rucki zucki. Und jetzt, wie gesagt, der große Unterschied zwischen Teig und Masse ist eigentlich, dass die Basis sozusagen hier Ei ist, eine Flüssigkeit, und wir was drunter mischen zum Binden. Und beim Teig ist die Basis Mehl. So, das reicht schon. Dann kommt's in die Maschine. Und da muss ich es richtig aufschlagen, wie bei einer Biskuitmasse. Okay. So, Eiermasse ist aufgeschlagen. Ist wichtig, dass die einfach den richtigen Stand hat. Lass mal gucken. Schau an. Mhm. Übrigens, bei Nicht-Eiweißmassen kannst du nicht den Trick machen, weil, weißt du ja, sonst wird es schwierig. Sonst hast du. So, die Eiermasse kommt jetzt in die Nüsse mit rein und jetzt ist eigentlich wirklich alles miteinander vermengen. Soll ich was anreichen? Ja, Vorsicht bei den Gewürzen, die muss ich, dass sie nicht, die müssen separiert rein. Mhm. Das Mehl nehme ich noch mit und dann muss ich mal beginnen zu vermischen. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Honig rein. So, jetzt. Ich muss raten, was ist. Ja, du darfst erklären, was ist. Also Zitronenabrieb ist da auf jeden Fall drin. Kommt rein. Ist gewonnen. Es das? Was ist dann das? Orangenabrieb. Jawohl, auch gewonnen. Okay. Und das wäre jetzt vielleicht Knoblauch, könnte es sein, oder? Verloren. Was würden Sie sagen? Ingwer? Ja. Ingwer? Und? Vanille. Schwarze Boppele, Vanille. Good. Und Lebkuchengewürz. Rein? Ja. Noch ein bisschen was übrig. Ingwer. Oh, das gibt eine schöne Masse. Ich bin ganz stolz. Es kann sein, dass die manchmal zu weich ist, weil wenn die Eier groß sind, dann einfach noch ein bisschen Nüsse mit reintun. Mhm. Okay. Und der Ingwer, der ist richtig. Der ist aber Dampf. Eine Komposition jetzt, das riecht super. Ja? Du sagst, der Teig ist sehr gut. Ja. Mach's doch mal an irgendwas fest. Also schau, es wird leicht langsam von der Schaufel tropfen. Sieht es irgendwie jetzt schlecht? Okay, ja, es sieht, klar, was, sieht aus wie das was. Das war ja schon zu einem Hund gesprochen, das machen wir aber nicht. So, wir brauchen eine Waage. Wichtig beim Elisenbacken, wir brauchen ein Backblech. Und dann eine Oblade, die hat 10 cm. Und die Elisen sollten wirklich einigermaßen gleich groß sein, weil dass sie noch hinterher gleichmäßig backen. Waage an. Hi. 75 Gramm ist das. Also mit Oblade? Ja, also die Oblade habe ich jetzt mit 1 Gramm als Tara gesetzt. So genau sind wir ja nicht. 78. Leg's mal dahin. Und ich zeig dir gleich mal, wie es weitergeht. Doch, ich zeig dir gleich, wie es weitergeht. Palette, ein bisschen Wasser. Und dann nimmst du das und musst glatt streichen. Ach, ich nehme das. Mhm. Und das ist ein Vorgang, den habe ich früher mit meinem Ausbildungschef in der Konditorei stundenlang gemacht, ja. Elisen streichen. Ich musste mal abwiegen und er hat glatt gestrichen. Wart ihr eine Lebkuchenbäckerei? Nee, aber an Weihnachten, da geht dann schon was, weißt du, da kommen dann einige raus und dann hat er mir die Geschichten erzählt von Gott und die Welt. So, jetzt machen wir noch einen. Wie tust du dir schwer damit oder klappt's? Ja, generell bin ich ja zur positiven Antwort verpflichtet. Die Elise ist typisch, dass sie außen recht flach ist und innen höher.
Schau an. Die läuft hier runter, du. Komm mal hier rein. Hier ist gut. Oh Gott. Ist also der Teig in der Mitte willst du hoch haben. Ja, Teig ja. ist gut. Ja, Teig ist gut. Ja. Ich bin schlecht. Nee, okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, du willst mir einen Teig geben. Der muss so sein. Ist das so, kann man da noch ein bisschen großzügig drüber hinwegblicken, dass... Passt. Ja, okay. Passt. Ab in den Ofen. Okay. Geht's noch? Probier mal, gell? Gut, der Ingwer kommt raus. Lecker. 195 Grad, circa 20 Minuten. So, wir haben es geschafft. 20 Minuten waren die jetzt drin. Oh, die sind gut, aber man hätte sie vielleicht auch einen Schuss heller ausbacken können. Also wer es ein bisschen heller mag, du weißt, das Backen gibt schön Farbe und viele Röstaromen und gibt Geschmack. Also jetzt ist der Moment, wo hier die Schoggi brennt. Stell sie einfach mit dem Topf daher. Genau. Gut, ich mach den drunter, dass nichts passiert. So, ich habe hier kalte. Wenn wir die veredeln mit Schokolade, dann sollten die einigermaßen kalt sein. Weil sonst wird unsere Schokolade nichts. Der Pinsel ist auch interessant, ha? Vollgesogen mit Schokolade. Ja, wär mal was. Super. Ha? Ich habe mir hier halt echt Mühe gegeben beim Rühren und habe dann auch gemerkt, ups, der Pinsel. Du darfst auch noch eins machen. Dann nehme ich das gern mir an. Ich richte uns schon mal so ein bisschen was her. Mach doch mal. Was wir so alles haben. Du willst deinen Tannenbaum? Ja, ich finde, der macht was daher. Das ist eine Verbeugung vom modernen Purismus. Und eine Elise. Die Elisenlebkuchen kann man natürlich auch mit der Zitronenstreiche fertig machen. Das ist kein Thema. Also wer die weiß will, ganz klassisch sind sie weiß oder mit Jockey. Zu Hause machen, wie man es gern hätte. Es geht auch mit Vollmilchschokolade oder mit weißer Schokolade. Alles ist möglich. So, Herr Lehrer. Den dann nehmen wir mit. Da guckst du noch. Oh, ganz frischen. Also ich glaube, das dachte ich. Gibt, ja? gibt nichts Schöneres wie einen frischen Lebkuchen, oder? Weiß ich nicht, würde ich gleich probieren. Testen. Ob das stimmt. Also die Masse war schon mal lecker. Die Masse war total lecker. Und auch, sag nochmal, Zitronat und Orangeat. Ja, Zitronat und Orangeat mag ich eigentlich überhaupt nicht. Und ich habe da zwischendrin geschleckt und habe gesagt, komisch, das schmeckt super gut, obwohl ich Zitronat und Orangeat eigentlich per se ablehne. Woran liegt's? Wir haben es klein gehackt und dadurch kommen, also Zitronat und Orangeat hat ganz, ganz tolle Aromen. Und wenn man es klein hackt, dann merkt man es nicht. Dann merkt man nur das Aroma und dann schmeckt es ganz Merkt toll. Man diese Klippermasse nicht. Genau, dieses komische, zuckerige, komische Ding. Mouthfeeling nicht gut, nee, Aroma wir Konditoren toll. Verarbeiten die Zitronat und Orangeat nur wegen den Aromen. Und nicht dadurch, dass es so irgendwie kandiert hart schmeckt, sondern einfach wegen dem Aroma. Oh, jetzt kommt aber hier die Weihnachtsstimmung. Soll ich dir helfen? Du sagst ja. Ja, das ist total heiß. Ein bisschen schieben. So, sieht doch gut aus. So, schön. Perfekt. So, was nehme ich denn? Das ist ja klar, das mit Schokolade. Du bist die Schocki, ich nehme die Zitronenlasur. Ist es heute bei uns festlich, oder? Ja. So richtig Weihnachten, ja. Wir hoffen natürlich, dass wir Sie eingestimmt haben auf diese Zeit und würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns reinschauen. Lust auf Backen, also Lebkuchen und Elisenlebkuchen, das kriegen wir ab sofort hin. Also, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Ciao. Vollgas! Und dann brauchen wir noch einen Löffel. So. Herr Weber, mit ein bisschen mehr Zitronensaft, glaube ich, wäre es leichter gegangen. Nee, so Aber so muss es sein, ja? So ist ganz gut. Jetzt füllen wir das da rein. Und jetzt kannst du dir schon mal Gedanken machen, was du als Endstyling erwägst zu tun. Ein bisschen rein. Falte ich die zu, so an, klapp die so ein, nimm mir ein Holzbrett, schneide je nach gewünschter Größe ein Stückchen ab. Das ist ja cool. Ich glaube, das war zu groß. Und jetzt zeige ich dir mal eins. Ansetzen, Faden ziehen, außen rumspritzen und dann so aufsetzen. Oder? Wollte ich du darfst auch, ich will aber noch eins zeigen, weißt du? Da komme ich ganz groß raus dann. Den Namen deiner Liebsten draufschreiben. Oder deines Liebsten. Wer ist ein B? Wer ist ein Bär? Bär. B. Mehr passt nicht drauf. Blam.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Man muss ja nicht alles verraten, wie die Namen sind. Jetzt darfst du. Ich habe noch eine andere Option, die Dinger fertig zu machen. Faden ziehen. Lass mich noch mal dir zeigen. Nee. Doch, setz mal Sagen. An. Setz ja? an. Ja? Und jetzt ziehen Faden, drücken, dass es rausläuft. Dass es rausläuft und laufen lassen. Jawohl. Und immer drücken, drücken, du, drücken. Oh, drücken, nicht abreißen lassen. Jawohl. Das reißt super. Doch, ja. Mach weiter, mach siehst weiter. Du, wenn du jetzt was selbst gemacht ich bin stolz auf dich. Gelernt. Faden ziehen, nicht vergessen. Mach doch, das ist doch ganz einfach. Reg dich doch nicht so auf. Reg dich doch einfach. So, ich mache jetzt noch einen Schluck Zitronensaft rein. Und dann können wir die nämlich auch noch ein bisschen abstreichen. Wer sagt, dieses mit dem Faden ziehen, das ist mir zu heavy. Der Rest ist zum was Ende. Was heißt Haar? Heike. Hannes. Bei mir heißt es übrigens Blandina. Blandina? Ja. Mhm. So. Das ist sie. Das Wir ist grüßen dich. Das ist dein Lebkuchen, Blandina. Blablabla. Schau an, ich kann es aber auch einfach nur abstreichen, wenn er sagt, nee, komm, das ist mir ein bisschen zu heavy mit dem Spritzen. Geht auch die Zuckerglasur drauf. So, während wir hier meditativ einfach uns weiter ausleben in unserer kleinen kreativen Phase, würden wir sie mitnehmen in ein Café, das sich speziell auf Lebkuchen eingestellt hat. Die Concordia wacht stets über die Besucher und Bürger der Stadt Stuttgart. Gleich daneben erstreckt sich die belebte Innenstadt mit ihrem Trubel und Treiben. Weniger hektisch dagegen geht es nahe der alten Zahnradbahn Zacke am Rande der Innenstadt in der Konditorei Schnurr zu. Hier trifft man wirklich rucki-zucki. Und jetzt, wie gesagt, der große Unterschied zwischen Teig und Masse ist eigentlich, dass die Basis sozusagen hier Ei ist, eine Flüssigkeit, und wir was drunter mischen zum Binden. Und beim Teig ist die Basis Mehl. So, das reicht schon. Dann kommt's in die Maschine. Und da muss ich es richtig aufschlagen, wie bei einer Biskuitmasse. Okay. So, Eiermasse ist aufgeschlagen. Ist wichtig, dass die einfach den richtigen Stand hat. Lass mal gucken. Schau an. Übrigens, bei Nicht-Eiweißmassen kannst du nicht den Trick machen, weil, weißt du ja, sonst wird es schwierig. Sonst hast du. So, die Eiermasse kommt jetzt in die Nüsse mit rein und jetzt ist eigentlich wirklich alles miteinander vermengen. Soll ich was anreichen? Ja, Vorsicht bei den Gewürzen, die muss ich. Dass sie nicht, die müssen separiert rein. Mhm. Das Mehl nehme ich noch mit. Und dann muss ich mal beginnen zu vermischen. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Honig rein. So, jetzt. Ich muss raten, was was ist. Ja, du darfst erklären, was was ist. Also Zitronenabrieb ist da auf jeden Fall drin. Kommt rein. Ist es das? Was ist dann das? Orangenabrieb. Jawohl, auch gewonnen. Okay. Und das wäre jetzt vielleicht Knoblauch, könnte es sein, oder? Verloren. Was würden Sie sagen, Ingwer? Ja. Ingwer und Vanille. Schwarze Boppele, Vanille Good. Und Lebkuchengewürz. Rein? Ja. Ich mache ein bisschen was übrig. Ingwer. Oh, das gibt eine schöne Masse. Ich bin ganz stolz. Es kann sein, dass die manchmal zu weich ist, weil die, wenn die Eier groß sind, dann einfach noch ein bisschen Nüsse mit reintun. Mhm. Okay. Und der Ingwer, der ist richtig. Der ist aber Dampf. Eine Komposition jetzt, das riecht super. Ja? Du sagst, der Teig ist sehr gut. Ja. Mach's doch mal an irgendwas fest. Also schau, es wird leicht langsam von der Schaufel tropfen. Sieht es jetzt nicht schlecht? Okay, ja, es sieht, was, sieht aus wie das was. Das war ja schon zu einem Hund gesprochen, das machen wir nicht. So, wir brauchen eine Waage. Wichtig beim Elisenbacken, wir brauchen ein Backblech. Und dann eine Oblade, die hat 10 cm. Und die Elisen sollten wirklich einigermaßen gleich groß sein, weil dass sie noch hinterher gleichmäßig backen. Waage an. Hi. 75 Gramm ist das. Also mit Oblade? Ja, also die Oblade habe ich jetzt mit 1 Gramm als Tara gesetzt. So genau sind wir ja nicht. 78. Leg's mal dahin. Und ich zeig dir gleich mal, wie es weitergeht. Doch, ich zeig dir gleich, wie es weitergeht. Palette, ein bisschen Wasser. Und dann nimmst du das und musst glatt streichen. Ach, ich nehme das. Und das ist ein Vorgang, den habe ich früher mit meinem Ausbildungschef in der Konditorei. Säure, wirklich, um Säuren zu bilden, damit die Triebmittel entsprechend reagieren können.
Also die sind wirklich richtig wichtig. Und da gibt es eine bestimmte Mischung. Und hier auch nochmal mein Appell, an zu Hause rezepttreu zu arbeiten, weil sonst wird es schwierig. Ja, aber hör mal, das Rezept liest sich ja wirklich wie aus dem Labor. Sie finden die Zutaten, wissen Sie ja, bei uns auf der Homepage beziehungsweise auf dem Videotext. 55 Milliliter Wasser steht da zum Teil, 15 Gramm Zucker. Also wie exakt muss man das denn einhalten? Ja, jetzt aufs Gramm genau, naja. Aber es kommt auch so ein bisschen aus dem, wie ich es immer hinrechne für zu Hause, damit die Mengen wieder haushaltsüblich sind und die man einfach verarbeiten kann. Und man sollte auch, ich sag mal, 3, 4, 5 Gramm genau eigentlich die Rohstoffe hinverarbeiten. Was ist denn jetzt da alles drin? Ein Ei? Ja, was ein noch? Ei, ein bisschen Zucker. Mhm. Das schlage ich ganz kurz auf, damit ich da ein bisschen Luft in den Teig reinbekomme. Luft ist auch immer wichtig, dass die Enzyme tätig werden können. Hier habe ich jetzt Hirschhornsalz. Hirschhornsalz. Oder ABC-Trieb. Mal ganz vorsichtig. Was? ABC-Trieb? Ja, ist das Gleiche. Ich rieche mal ganz vorsichtig, aber vorsichtig riechen. Oh, riecht wie Dauerwelle. Ja, ich glaube, es ist sogar das gleiche Mittel, wo beim Färben eingesetzt wird. Ja, wirklich. Und die zwei Mittelchen sind dafür verantwortlich, dass unser Lebkuchen breit und hoch wird. Also was ist das jetzt nochmal? Potasche. Potasche und Hirschhornsalz. Ja. Und das wird verwendet anstatt irgendwie einer Hefe oder sowas? Genau, das ersetzt die Hefe. Mhm. Kleinen Löffel brauchen wir. Bist verschrocken, gell? Also man sollte wirklich auch, also das ist auch nicht wirklich was für Kinder. Ja, einfach Vorsicht. Essen können sie es nachher, aber essen bei der Zubereitung sollten nach sie dem auf Abstand löst gehen. Auf. Das, also, ja, das verdammt. Gott sei Dank. Wichtig ist auch, Lebkuchen darf nicht dick gebacken werden wie ein Brot, sondern der muss immer dünn sein. Libum Fladen. Genau, damit die entsprechenden Triebmittel auch wieder ausdampfen können. Okay. So, dieses Triebmittel ist verantwortlich dafür, dass es hoch geht. Mhm. Und dieses Triebmittel ist dafür verantwortlich, dass der Lebkuchen breit geht. Mhm. Okay, so, die zwei einfach mit ein bisschen Wasser aufgelöst. Die Eier kommen jetzt auch rein. Haben wir gesagt, wo man das kriegt? Also ich habe es im Supermarkt gesehen in der Weihnachtszeit. In der Apotheke kriegt man es eigentlich immer. Okay, gut. Lebkuchen. Wird das irgendwo sonst noch verwendet beim Backen, Hirschhornsalz? Lass mich überlegen. Also normales Backpulver besteht eigentlich auch aus den Komponenten, nur schon zusammengemischt. So, und da hinten kam jetzt was rein? Schluck Milch, Lebkuchengewürz. Lebkuchengewürz. Und meine zwei Triebmittel. Was ist denn alles im Lebkuchengewürz drin? Das ist so eine Gewürzmischung aus verschiedenen Gewürzen. Ja, also es gibt so totale Profis in der Bäckerei, die sagen, ich mische mir mein Lebkuchengewürz selber. Das besteht aus ganz, ganz vielen Gewürzen. Schwarzer Pfeffer, Nelke, Zimt, Kardamom. So wirklich einmal komplett durch die Palette durch. Macht auch wirklich das Aroma vom Lebkuchen aus. Kocht's? Ja, es kannst du ausschalten. Das fällt mir jetzt gerade auch wieder ein. Macht Lebkuchenaroma auch aus. Aber da würde ich den Tipp geben, in den kleinen Mengen, wie man es braucht, wirklich als Lebkuchengewürzmischung zu kaufen. Weil wenn Gewürze zu lang lagern, verlieren sie ihren Dibon. Ja, eine Tüte. Ja, ich möchte es nicht aus dem... Eine Backpapiertüte. Eine Backpapiertüte. Andere Tüten tun wir nicht mehr definieren. Ich lege ein großes Dreieck. Faltet es. Und wichtig ist, dass die Kante relativ sauber ist. Das heißt, ich ziehe die so mit dem Messer nach, dass die schon fein wird. Und dann schneide ich das so am Eck. Bei dir alles da? Schütt mir nicht alles auf einmal rein. Nee. Mal 2, 3 Tröpfchen. Gut. Und jetzt mal rühren und gucken, was passiert. Ich rühre ja schon, Herr Weber. So, Can, ich habe ein schönes Dreieck rausgeschnitten. Toll, hast du toll gemacht. Jetzt lege ich. Noch ein bisschen dran, ne? Ja, ganz bisschen. Gut, rühren. Schauen, ich lege das eine Eck. Kannst du neben mir schauen? Ja, ich kann schauen und rühren. Du bist doch eine Frau, du bist doch multitaskingfähig. Das heißt es immer, aber bei mir zweifle ich manchmal dran. Okay? Ich lege das eine Eck aufs andere oben drauf. So. Okay. Mhm. Und drehe es dann. Wichtig ist, dass keine Knicker drin sind. Einmal im Kreis zum anderen Eck. Hast du gesehen? Schon habe ich eine Tüte. Kannst du es nochmal zeigen? Ja. Also auch mir so, jetzt hast du gerade gesehen, zu Hause, ja? Dass die Begeisterung denn doch groß ist. Mhm. Nicht mehr Zitronensaft. Nee, mehr an. Rühren, ne? Ich roll's ein und du leg's ein Eck aufs andere Eck. Ja, so. Kann man nach vorne zeigen, okay. Ja. Okay, und dann wickel ich dieses Eck einmal außenrum auf das andere Eck und dann passt's. Und dann rumknicken und... Und dann ziehe ich zu, bis unten ganz fein ist. Fertig ist die Laube. Und hab eine Spritztüte. So, und jetzt solltest du Vollgas geben. Vollgas! Und dann brauchen wir noch einen Löffel. So. Herr Weber, mit ein bisschen mehr Zitronensaft, glaube ich, wäre es leichter gegangen. Nee, so brauchen wir. Aber so muss es sein, ja? So ist ganz gut. Jetzt füllen wir das da rein. Und jetzt kannst du dir schon mal Gedanken machen, was du als Endstyling erwägst zu tun. Ein bisschen
falte ich die zu, schau an, klapp die so ein, nimm mir ein Holzbrett, schneide je nach gewünschter Größe ein Stückchen ab. Das ist ja cool. Ich glaube, das war zu groß. Und jetzt zeige ich dir mal eins. Ansetzen, Faden ziehen, außen rumspritzen und dann so aufsetzen. Oder? Wollte du darfst auch, ich will aber noch eins zeigen, weißt du? Da komme ich ganz groß raus dann. Den Namen deiner Liebsten draufschreiben. Oder deines Liebsten. Wer ist ein B? Wer ist ein Bär? Bär. B. Ja, passt B, nicht drauf. B, Blam. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Man muss ja nicht alles verraten, wie die Namen sind. Jetzt darfst du. Ich habe noch eine andere Option, die Dinger fertig zu machen. Faden ziehen. Lass mich es nochmal dir zeigen. Nee. Und einfach einen Kreis bauen. Und so, ist nichts geworden, bevor oder? Es in den Ofen kommt, muss man es mit Milch abstreichen. Damit, ja, das Mehl ist jetzt da nicht unbedingt geschickt, wo wir vom Ausrollen drauf haben, das soll man wegkriegen. Einfach ein bisschen abstreichen. Und vor allem die Milch bringt uns einen schönen Glanz rein. Also da käme ich jetzt nie drauf, weil ich bedenke, Milch verbrennt doch direkt bei der Pizza, oder? Nee, gibt auch oft, dass du es mit Ei abstreichst. Ja. Aber die Farbe vom Ei wollen wir nicht haben, sondern wir möchten jetzt einfach nur, dass das Mehl schön glatt ist und dass es passt. So, stopp, ein, sind zwei, ein Brech, ab in den Ofen. Wie viel Grad, wie lange? 190 bis 200 Grad, ungefähr 15 bis 20 Minuten. Also bis hierhin, vielen Dank und war gar nicht schwierig. So. Farbe ist goldgelb. Also man muss höllisch aufpassen. Es kommt auf den Ofen drauf an, wie der bräunt und wie der backt, wie heiß der ist und wie er reagiert. Und es kommt auch ein bisschen auf den Lebkuchen drauf an, wie er... Es waren jetzt nicht ganz 15 Minuten, ne? Nee, war ein bisschen kürzer. 12, 13? Ja. Und die Farbe muss es sein. Die Farbe muss sein. So schön, oder? Ist mittelschwarz. So, ich finde ihn schön. So, jetzt kommen wir ins Feintuning. Du darfst deinen Weihnachtsmann tunen. Und ich tune. Wie können wir feintunen? Gibt es verschiedene Varianten. Wir brauchen irgendeine Spritzglasur. Machst du die Spritzglasur? Wie soll ich die machen? Machst du mal die Mitte rein. Zitrone, Puderzucker, aufschneiden, ein bisschen auspressen und einfach mit dem Zitronensaft anrühren, sodass sie spritzfähig ist. Das heißt, die darf nicht zu weich werden. Okay. Oh, das ist natürlich jetzt, dass der Zusatz war, das heißt, sie darf nicht zu weich werden. Sie darf nicht zu weich werden, das heißt, nicht zu viel reinschütten. Schau an, wir brauchen eine Spritztüte. Also wir müssen eine Tüte bauen. Ja, eine Tüte? Ja, ich möchte es nicht aus dem... Eine Backpapiertüte. Eine Backpapiertüte. Andere Tüten tun wir nicht mehr definieren. Ich lege ein großes Dreieck. Faltet es. Und wichtig ist, dass die Kante relativ sauber ist. Das heißt, ich ziehe die so mit dem Messer nach, dass die schon fein wird. Und dann schneide ich das so am Eck. Bei dir alles da, schütt mir nicht alles auf einmal rein. Nee. Mal zwei, drei Tröpfchen. Gut. Und jetzt mal rühren und gucken, was passiert. Ich rühre ja schon, Herr Weber. So, schau an, ich habe ein schönes Dreieck rausgeschnitten. Toll, hast du toll gemacht. Jetzt lege ich... Noch ein bisschen dran, ne? Ja, ganz bisschen. Gut, rühren. Schau an, ich lege das eine Eck. Kannst du mir schauen? Ja, ich kann schauen und rühren. Du bist doch eine Frau, du bist doch multitaskingfähig. Das heißt es immer, aber bei mir zweifle ich manchmal dran, okay? Ich lege das eine Eck aufs andere oben drauf, so, okay, und drehe es dann. Wichtig ist, dass keine Klau an. Klapp die so ein. Nimm mir ein Holzbrett, schneide je nach gewünschter Größe ein Stückchen ab. Das ist ja cool. Ich glaube, das war zu groß. Und jetzt zeige ich dir mal eins. Ansetzen, Faden ziehen, außen rumspritzen und dann so aufsetzen. Oder? Wollte ich du darfst auch, ich will aber noch eins zeigen, weißt du? Da komme ich ganz groß raus dann. Den Namen deiner Liebsten draufschreiben. Oder deines Liebsten. Wer ist ein B? Wer ist ein Bär? Bär. B. Ja, passt B, nicht drauf. Blam. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Man muss ja nicht alles verraten, wie die Namen sind. Jetzt darfst du. Ich habe noch eine andere Option, die Dinger fertig zu machen. Faden ziehen. Lass mich es noch mal dir zeigen. Nee. Doch, setz mal sagen. An. Setz ja? an. Ja? Und jetzt ziehen Faden, drücken, dass es rausläuft und laufen lassen. Jawohl.
Und immer drücken, drücken, drücken. Du, oh, drücken, nicht abreißen lassen. Ja, aber das reicht super. Doch gar nicht. Mach weiter, mach weiter. Du, wenn du jetzt was selbst gemacht ich bin hast, stolz auf dich. Gelernt. Faden ziehen, nicht vergessen. Mach doch, das ist doch ganz einfach. Reg dich doch nicht so auf. Leg dich doch einfach. So, ich mache jetzt noch einen Schluck Zitronensaft rein. Und dann können wir die nämlich auch noch ein bisschen abstreichen. Wer sagt, dieses mit dem Faden ziehen, das ist mir zu heavy. Das ist, der Rest ist zum was Ende. Was heißt Haar? Heike. Hannes. Bei mir heißt es übrigens Blandina. Blandina? Ja. Mhm. So. Das ist sie. Das wir grüßen dich. Das ist dein Lebkuchen, Blandina. Blablabla. Schau an, ich kann es aber auch einfach nur abstreichen, wenn er sagt, nee, komm, das ist mir ein bisschen zu heavy mit dem Spritzen. Geht auch die Zuckerglasur drauf. So, während wir hier meditativ einfach uns weiter ausleben in unserer kleinen kreativen Phase, würden wir Sie mitnehmen in ein Café, das sich speziell auf Lebkuchen eingestellt hat. Die Concordia wacht stets über die Besucher und Bürger der Stadt Stuttgart. Gleich daneben erstreckt sich die belebte Innenstadt mit ihrem Trubel und Treiben. Weniger hektisch dagegen geht es nahe der alten Zahnradbahn Zacke am Rande der Innenstadt in der Konditorei Schnurr zu. Hier trifft man auf traditionsreiches Konditorenhandwerk. Schmackhafte und liebevoll dekorierte Kuchen und Torten haben hier das Sagen. Das Geheimnis? Simpel wie geradlinig. Die Frische macht's. Wir nehmen da keine Tiefkühlfrüchte, sondern einfach immer nur die frische Früchte, was es auf dem Markt so gibt. Und das macht. Mhm. Übrigens, bei Nicht-Eiweißmassen kannst du nicht den Trick machen, weil, weißt ja, sonst wird es schwierig. Sonst hast du so, die Eiermasse auf. Kommt jetzt in die Nüsse mit rein und jetzt ist eigentlich wirklich alles miteinander vermengen. Soll ich was anreichen? Ja, Vorsicht bei den Gewürzen, die muss ich, dass sie nicht, die müssen separiert rein. Mhm. Das Mehl nehme ich noch mit und dann muss ich mal beginnen zu vermischen. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Honig rein. So, jetzt. Ich muss raten, was ist. Ja, du darfst erklären, was ist. Also Zitronenabrieb ist da auf jeden Fall drin. Kommt rein. Ist gewonnen. Es das? Was ist dann das? Orangenabrieb. Jawohl, auch gewonnen. Okay. Und das wäre jetzt vielleicht Knoblauch, könnte es sein, oder? Verloren. Was würden Sie sagen? Ingwer? Ja. Ingwer? Und? Vanille. Schwarze Boppele, Vanille Good. Und Lebkuchengewürz. Rein? Ja. Noch ein bisschen was übrig. Ingwer. Oh, das gibt eine schöne Masse. Ich bin ganz stolz. Es kann sein, dass die manchmal zu weich ist, weil die, wenn die Eier groß sind, dann einfach noch ein bisschen Nüsse mit reintun. Mhm. Okay. Und der Ingwer, der ist richtig. Das der ist aber Dampf. Eine Komposition jetzt, das riecht super. Ja? Du sagst, der Teig ist sehr gut. Ja. Mach's doch mal an irgendwas fest. Also schau, es wird leicht langsam von der Schaufel tropfen. Sieht es irgendwie jetzt schlecht? Okay, ja, es sieht, was, sieht aus wie das was. Das war ja schon zu einem Grund gesprochen, das machen wir auch nicht. So, wir brauchen eine Waage. Wichtig beim Elisenbacken, wir brauchen ein Backblech. Und dann eine Oblade, die hat 10 cm. Und die Elisen sollten wirklich einigermaßen gleich groß sein, weil dass sie noch hinterher gleichmäßig backen. Waage an. Hi. 75 Gramm ist das. Also mit Oblade? Ja, ja, also die Oblade habe ich jetzt mit 1 Gramm als Tara gesetzt. So genau sind wir ja nicht. 78. Leg's mal dahin. Und ich zeig dir gleich mal, wie es weitergeht. Doch, ich zeig dir gleich, wie es weitergeht. Palette, ein bisschen Wasser. Und dann nimmst du das und musst glatt streichen. Ach, ich nehme das. Und das ist ein Vorgang, den habe ich früher mit meinem Ausbildungschef in der Konditorei stundenlang gemacht, ja. Elisen streichen. Ich musste mal abwiegen und er hat glatt gestrichen. Wart ihr eine Lebkuchenbäckerei? Nee, aber an Weihnachten, da geht der John West, weißt du, mein, da kommen dann einige raus und dann hat er mir die Geschichten erzählt von Gott und die Welt. So, jetzt machen wir noch einen. Wie tust du dir schwer damit oder klappt's? Ja, generell bin ich ja zur positiven gucken, Antwort Elise, verpflichtet. Die Elise ist typisch, dass sie außen recht flach ist und innen höher. Schau an. Die läuft hier runter, du. Komm mal hier rein. Hier ist gut. Oh Gott. Ist also der Teig in der Mitte willst du hoch haben. Ja, Teig ja. ist gut. Ja, Teig ist gut. Ja. Ich bin schlecht. Nee, okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, du willst meinen Teig ölen. Der muss so sein. Ist das so? Kann man da noch ein bisschen groß?